Hallo Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Let's Play Forza Horizon 2. Ja, wir haben auch schon vor einem Jahr den ersten Teil hier gespielt und jetzt werden wir natürlich auch Teil Nummer 2 spielen. Das Ganze auf der Xbox 360 und wir wollen direkt ins Spiel starten. Ich habe jetzt selber auch noch nicht reingeguckt und ja, ich hoffe natürlich mal, dass es so ja, ungefähr so ähnlich wie bei Forza Horizon wird beim ersten Teil. So ein bisschen, ja, Urlaubsfeeling in der Wüste. Wir werden sehen. Ja, ansonsten gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Der Gewinner, ja, erkläre ich gleich. So, da sind wir im Spiel. Also, nochmal zum Gewinnspiel. Es wird auch einen Gewinner geben. Der Gewinner bekommt von mir dieses Spiel für die Xbox 360. Ich glaube, es gibt mehr Leute mit einer Xbox 360 als mit einer Xbox One. Deswegen bewusst für die 360. Ja, der Gewinner bekommt von mir dieses Spiel zugeschickt. Völlig kostenlos. Was müsst ihr machen, um daran teilzunehmen? Einfach einen Daumen hoch geben und ganz wichtig, einen Kommentar in die ja, unter das Video schreiben, dass ihr das Spiel gewinnen wollt und ja, im Laufe des Let's Plays wird der Gewinner dann ermittelt. 14 Tage habt ihr Zeit, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Weitere Bedingungen seht ihr dann auch in der Videobeschreibung und jetzt wollen wir erstmal loslegen mit dem Spiel. So, was haben wir hier, um die Helligkeit ihres Bildschirms anzupassen, sodass die 1 kaum noch zu erkennen ist. Ja, ich mach's mal lieber ein bisschen heller. So, machen wir mal so. Untertitel waren, glaube ich, auch an. Ah, ist ein bisschen zu hell, ne? Jetzt. Das muss ich gleich nochmal abändern. Sonst sieht das ja auch ein bisschen doof aus. Ja, Lenkung und so, alles normal. Zurückspulen auf Y, Handbremse auf A, freies Umsehen mit dem rechten Stick. Mit dem linken lenken wir und mit den Triggern Gas und Bremse, also wie gewohnt. Ja, in ein paar Wochen. Im, ja, Mitte, ja, ich glaube 2 Wochen sind es noch knapp, da gibt es dann auch F1 2014 hier auf meinem Kanal zu sehen, da freue ich mich auch ziemlich drauf, also wir haben ja schon 2012, 2013 gespielt und das war wirklich immer wirklich lustig, das wird es dann auch mit Facecam geben und ja, jetzt wollen wir aber erstmal uns hier auf Forza konzentrieren. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1, your pulse begins to quicken. 2, your friends rattle in the back seat. 3, you're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4, your thoughts. Übrigens keine Ingame-Grafik. Colored lights flurry in the distance. 6, the lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7, you hurtle faster and faster into infinity. 8, the crowd thunders. 9, you cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. I say 10. Ja, so viel zum Intro und es sieht so aus, als wenn es logischerweise auch wie beim letzten Teil dann wieder mit diesem Horizon Festival losgeht. Don't
Fantastic news. The PR for the Horizon Festival has totally paid off. There will be a massive crowd at the dock to see your cars, so take it easy when you're coming off the ferry. When you reach the road, you can put your foot down. We'll head inland and rendezvous at the festival tonight. It's not a race to get there, but you wouldn't want to be last to arrive, would you? Nein, wir wollen natürlich nicht als Letzter ankommen, ist doch klar. Also, das erste Rennen ist quasi hier schon direkt im Intro dann zu sehen. So, aber... Hey, this is Amy Simpson coming to you from the beach at Castelletto. Oh Gott, ich muss schon denken. So, ich wollte... Ah, und wir kommen gar nicht richtig ins Menü rein, sonst hätte ich nämlich eben nochmal die Helligkeit abgeändert. One of them was the new Lamborghini. What was it called? Oh yeah, the Huracan. She is pretty. Welcome to Europe, people, and keep it tuned to Pulse. Oh. So, ich muss mal ein bisschen leiser machen, meine Herren. Sonst fliegen mir gleich die Ohren weg. So, und oben links steht auch die Aufgabe, fahren Sie zum Festival. Ja, mit Y können wir zurückspulen, ob das jetzt beliebig oft geht, das kann ich noch gar nicht sagen. Aber wir werden es früh genug noch herausfinden, weil ab und an müssen wir das dann natürlich auch nutzen. Das Auto lenkt doch sehr direkt, ich muss mich hier erstmal so ein bisschen drauf einstellen, auf die Steuerung wieder, wie bei jedem neuen Rennspiel. Aber ich glaube, wir sind gerade ganz vernünftig unterwegs. Ja, und ich bin mal gespannt. Also das mit den Achievements, da muss ich dann auch mal überlegen, ob wir das komplett alles machen, wenn das so abläuft wie jetzt bei dem ersten Teil. So, ich sehe auch gar keine Platzierung, aber ich denke mal, wir müssen einfach alle weißen Punkte auf der Karte überholen. Ah ja. Hey, I hear it's getting busy at the festival. You're on your way, right? Catch up when you arrive. Junge, ich kann mich nicht darauf konzentrieren, die Untertitel und alles und überall mich drauf zu konzentrieren, während ich hier nochmal Erster werden muss. Denn einen haben wir noch vor uns und der ist ganz schön weit weg. Ah, scheiß Zaun. Der Zaun ist gut. So, den letzten, den holen wir uns da auch noch. 2 Kilometer haben wir noch. Ah, da sind ja, tauchen immer wieder neue auf, okay. Sind schon 3 vor uns. So, haben wir alle. Ach, der Sack überholt uns noch. Ist egal. Ich glaube, das reicht auch so schon. Ja, willkommen bei Horizon Europa. Also, der weiß auch direkt, wo wir herkommen, dass wir gar nicht aus dem Amiland kommen. Ich weiß auch gar nicht, ist das echt in Europa jetzt, die Location? Weil das war ja sonst in Arizona, glaube ich, beim ersten Teil. Also mitten in der Wüste im Wilden Westen. Aber wo es jetzt ist, vielleicht bekommen wir da nochmal einen Städtenamen genau mitgeteilt. Tomorrow morning you're gonna get fresh cars, and then we're off on our first road trip. But tonight, welcome to Horizon. Ja, herzlichen Dank. Und dann werden wir uns doch gleich mal ein bisschen umschauen. Wahrscheinlich haben wir hier dann auch wieder
so verschiedene Garagen, wenn wir da reinfahren, dann können wir in die Garage oder halt Autohaus und so weiter und so fort. Ich hoffe auch mal, dass es wieder richtig viele Autos gibt in dem Spiel. Wie auch beim letzten Teil. Das war wirklich ein fetter Pluspunkt, dass man da echt hunderte von verschiedenen Modellen hat. Thanks for your help yesterday. There's only so many cars a guy can drive at once, you know? Now time for me to return the favor. I hear you might be in need of a car and I thought one of these might catch your eye. Ja, also wir haben hier links den Preis, die Credits, das sieht auch alles so aus wie beim ersten Teil. Rechts haben wir dann halt die Werte von dem Auto, darüber haben wir dann D, das ist quasi die Wagenklasse. Also D ist jetzt nicht so optimal, C, B, A ist dann halt das beste A. Das sind dann wirklich schon die richtig schnellen Auto und 500 ist so der Wert. Ich glaube, D geht dann von 500 bis 599 oder auch nicht ganz. B auf jeden Fall im 600er Bereich. Und A ab 700 und ich glaube, ich weiß nicht, aber wenn der schon so fragt, dann nehmen wir uns hier natürlich den Z4, ne? Ja, Tempozonen messen ihr Durchschnittstempo auf ein Straßenstück, geben sie kräftig Gas und schlagen sie ihre Freunde. Also da heißt es dann von A bis B richtig schön schnell zu sein, damit man da gewinnt. So, was haben wir denn hier für Autos? Also wir haben hier Herstellerfarben, das ist ja immer schön langweilig, Spezialfarben, das ist so Farbübergänge, matte Farben, Metallic, also hier gibt es auch eine richtig schöne Farbpalette. Also ich weiß ja nicht, matt-schwarz ist geil, aber ich glaube beim Z4 ist das nicht so der Hit. Ja, können wir mal ein bisschen mehr Ansicht wechseln? Also ich finde das eigentlich schon ziemlich geil, so mit diesem Farbübergang, aber ich... Ah, vielleicht das Rote. Das ist auch geil. Ja? Gucken wir uns das mal an. Nein, noch nicht ganz. Ich würde gerne nochmal Ansicht wechseln. Ah, finde ich schon ziemlich lustig, oder? Wollen wir das einfach mal nehmen? Einfach so ein bisschen flippig? Warum nicht? Excellent choice. Nehmen wir das doch einfach mal. So, das heißt, wir haben hier unser Startauto. Wir können unsere Autos auch verkaufen, wenn wir mal ein paar Credits gebrauchen. Oder halt die Autos tunen, neue Lackierung, Heckschürzen und so weiter. Also da lässt sich richtig viel machen an den Autos, wenn es dann so wird wie jetzt bei Forza Horizon 1. Ich denke mal nicht, dass Microsoft da einen Rückschritt gemacht hat und da einiges weggelassen hat. Also ich erwarte doch einiges von dem Spiel und ja, macht auf jeden Fall erstmal einen ganz guten Eindruck. Die ersten 10 Minuten. Ja, Z4, da ist von 11, Durchschnittsgeschwindigkeit 174. Also wir waren mit unserem Lamborghini hier richtig schnell unterwegs. Und das nächste Rennen steht auch schon vor uns. So, Startaufstellung. Finish in the top 3 to get on the road trip. It's all that stands between you and the trip of a lifetime. Go get it. Ja, wir haben auch in jedem Gebiet immer so einen Top-Fahrer, den wir schlagen müssen. Da bin ich mal gespannt. Da hatten wir doch eine Uschi beim letzten Mal irgendwie. Ja, Schwierigkeit lasse ich einfach mal auf Mittel. Ich glaube, da können wir nichts falsch mitmachen. Optionen. Würde ich vielleicht gerne nochmal bei der Grafik. Genau, machen wir doch nochmal ein bisschen. So, gefällt mir ein bisschen besser, sonst ist das doch ein bisschen zu hell. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Rennen. Und schauen einfach mal, wo wir uns dann einfinden. Auf geht's. Und das mit unserem ersten eigenen Auto, ne? Den Lamborghini, den haben wir quasi nur überführt. Leider. So, ja, hier gibt's keine Runden. Das ist einfach nur eine Strecke von A bis B. Oben links sehen wir den Fortschritt. Also wir sind schon bei über 10%. Das heißt, so ganz lang ist es nicht hier. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir hier richtig schön schnell nach vorne kommen. So, die haben sich schön weggeblockt. Hätten wir mal jetzt natürlich auch ein bisschen besser noch durchfahren können, aber was soll's. So, und das sieht doch richtig gut aus gerade. Ein bisschen geschnitten die Kurve. Ah,
Ja, jetzt können wir vorbei. Da musste der ein bisschen auf die Bremse gehen. Und wir sind auch schon bei 80%. Also viel ist nicht mehr zu fahren. Und ab durchs Ziel. Und das ist dann direkt unser erster Platz hier. So richtiger erster Platz. Das gelbe Bändchen gehört uns. A win in your first race. I knew this was a formality for a driver like you. So, dann wird es wieder gespeichert. Also, das ist ein guter Anfang in dieses Let's Play. Zweimal erster Platz oder das erste Rennen, da kann man nicht genau sagen. Da wurden wir noch ganz am Ende überholt. Ja. Ja, und dann nochmal ein Wort zum Gewinnspiel. Also, wie gesagt, der Gewinner bekommt einmal für Xbox dieses Spiel hier natürlich. Das mache ich eigentlich häufiger bei den Let's Plays. Und damit auch vielleicht die PC-Spieler so einen kleinen Anreiz haben. Jetzt gerade letzte Woche ist ein neuer Simulator rausgekommen. Transocean, The Shipping Company. Damit auch die, ja, die keine Xbox haben, zumindest was auf dem PC zocken können. Da kann ich euch alternativ dann auch einen Key für Steam geben. Also der Gewinner bekommt quasi entweder das Spiel hier oder für einen PC einen Simulator. If you need anything, tuning, painting, upgrades, spares, whatever, come to me. I got you covered. Okay, getting down here was a bit of fun, but now it's time to get serious. I want to find out who's the best driver. Aren't you the best driver, Ben? They had a race against you. Come on. I paid her to say that. Okay, we've got a bunch of events arranged around this area. So, nochmal eine Einführung hier. Each destination will host several championship events to find the best drivers. Get a podium finish in each event and you'll be crowned the champion. The map will automatically update with key places and events at the festival. Set a route to one of them now. Ja, cool. Also, das Ganze ist so aufgebaut wie auch beim ersten Teil. Finde ich sehr, sehr schön. Also, Open World ist halt immer wirklich am besten. Und ja, bevor der hier uns weiter anquakt, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wie gesagt, am Gewinnspiel teilnehmen. Was müsst ihr machen? Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Unbedingt unter allen Kommentaren werde ich dann im Laufe des Let's Plays den Gewinner ziehen. 2 Wochen habt ihr Zeit, der genaue Termin, bis wann das Let's Play geht, steht auch in der Videobeschreibung. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen und ja, ich werde hier auch Minimum, ob ich es heute noch schaffe, eine zweite Folge, glaube ich nicht, aber ab morgen gibt es dann 2 Folgen am Tag. Um wie viel Uhr die kommen, könnt ihr dann meinem Kanal entnehmen, dem Titelbild, da stehen dann alle Termine drin. Also, macht's gut, Leute, wir sehen uns. Bis dann.